Hallo, liebe Deutschlernende. Bevor ich über das Thema rede, über das ich heute mit dir reden möchte, wollte ich dir noch kurz etwas zeigen, was ich gerade entdeckt habe. Schau mal, hier wachsen Pilze. Hier wachsen Pilze direkt in meinem Innenhof. Ja, dies ist der Innenhof von dem von dem Wohnblock, in dem ich lebe. Ich wohne gleich dort und hier ist ein Innenhof. Ja, das ist sehr typisch für Berlin. Es gibt viele Innenhöfe in Berlin. Also einfach ein Hof, wo Wiesen sind und manchmal auch ein Spielplatz. Ja. Hier ist ein Spielplatz und hier wachsen Pilze. Hier wachsen Pilze. Und ich habe hier auch noch zwei weitere Pilze gefunden. Noch zwei weitere Pilze. Da habt ihr heute schon mal ein neues Wort gelernt. Der Pilz, ein Pilz, zwei Pilze. Ja, ich musste heute einfach rausgehen, weil es heute wieder sehr warm ist. Ich habe überlegt, ob ich in meinem Zimmer ein weiteres Video aufnehme, aber das mache ich dafür morgen. Oder übermorgen, je nachdem, wie das Wetter ist. Ich arbeite gerade daran, Videos zu machen über Städte. Über deutsche Städte und österreichische Städte. Und ich bin gerade dabei, ein Video über Berlin zu machen. Ja, das kommt morgen raus. Ja, morgen werde ich das Video über Berlin veröffentlichen und das wird total schön. Ich mach in das Video ganz viele tolle Bilder von Berlin rein. Ja, das wird euch bestimmt total gefallen. Und dann habe ich noch zwei Videos über Wien vorbereitet oder geplant und ich möchte über noch weitere Städte Videos für euch machen. Ja. Das war ein Feedback, den ich bekommen habe. Ja. Ein Vorschlag war, dass ich Videos über Städte machen soll. Und das mache ich natürlich gerne. Ich habe eine lange Liste von Vorschlägen und ich sollte diese Vorschläge langsam mal machen. Ja. Also ihr habt mir so viele Vorschläge gegeben und ich möchte gerne all diese Videos produzieren. Ja. Alles braucht seine Zeit und ich möchte das auch gründlich machen. Ja. Ich möchte jedes Video über jedes Thema, das ihr vorgeschlagen habt, auch gründlich machen. Ja. Ja, genau. Und meine Frage an dich ist, welche Städte außer Berlin und Wien möchtest du, dass ich behandle? Ja, über welche Städte soll ich deiner Meinung nach reden? Und auch, wenn du mir eine Stadt nennst, dann sag mir bitte auch drei Dinge, die du an der Stadt interessant findest. Ja, drei Dinge, die toll sind an der Stadt, drei Dinge, die du interessant findest und wenn du schon mal in dieser Stadt warst, dann drei Dinge, die dir gefallen haben. Ja? Ich habe schon eine Liste von Städten und ich werde Videos über diese Städte machen. Aber das Problem, was ich habe, ist, dass ich mir gedacht habe, als ich ein Video über Wien gemacht habe und eins über Berlin, habe ich mir gedacht, was ist, wenn ich jetzt so eine wichtige Sache vergesse, die man mit der Stadt assoziiert? Ja, also diese eine wichtige Sache, die ich unbedingt nennen muss. Ja. Und ich glaube, jedes Video, was man über eine Stadt macht, da wird es immer Dinge geben, die man noch hinzufügen hätte können. Aber ich möchte das Video natürlich auch nicht zu lang machen. Ja. Also,
was sind Städte, die du, welche Städte findest du interessant? Und nenn mir bitte, wenn du mir eine Stadt nennst, dann nenn mir bitte 2, 3 Dinge, die du toll an dieser Stadt findest oder faszinierend oder interessant oder die dir sehr gefallen haben. Okay? Ja, das war ein kurzes Update von mir und wie immer, wir sehen uns morgen. Und nicht vergessen, wo sind sie denn? Nicht vergessen, ein Pilz, mehrere Pilze. Bis dann, tschüss.